Entschuldigung, dürfte ich Ihnen ein paar Fragen zum Integrationstest stellen? Ja, aber bitte nur kurz, weil ich muss nach Hause. Meine Mutter hat Kaiserschmarrn gekocht. Ja. Okay, verraten Sie mir, wie Sie heißen. Ich bin der Konrad Fladenbauer. Kommen wir zur ersten Frage. Wie heißt der Präsident der Vereinigten Staaten? Der Präsident der Vereinigten Staaten? Ganz ehrlich, ich war in Erdkunde gar nicht gut, deswegen kann ich es gar nicht sagen, ne. Wer ist denn der Präsident der USA? Der Präsident der USA? Wie gesagt, in Erdkunde war ich gar nicht gut. Du kannst mich zum Beispiel fragen, wer der Bürgermeister war von Amerika, das weiß ich. Wer ist denn der Bürgermeister von Amerika? Das ist, glaube ich, der eine Türke, Barack Obama heißt er, glaube ich. Und das wissen die meisten gar nicht. Der heißt, glaube ich, mit Zweitname Hussein und hat früher einen Dönerladen, war Dönerbesitzer in Busenburg. Wer ist denn Deutschlands Bundesaußenminister? Boah. Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube nur der Vorname, der macht so Gangster-Rap. Sido, glaube ich, Sido? Fast, Guido Westerwelle. Ah, okay. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Bundesländer, ich glaube jedes Land hat gleich viele, ich glaube 4, oder? Die wären? Ja, Nord, Ost, Süd und West. Okay, wichtiges Thema der Zeit in Deutschland ist auch Stuttgart 21. Was denken Sie, wofür die Zahl 21 stehen könnte? Stuttgart 21, 21. Ich denke mal, dass die 21 entweder auf männlicher Seite für die Durchschnittspenisgröße steht, 21 cm, oder auf weiblicher Seite für den Durchschnitts-IQ von 21. Die Tochter von Hitler hat ja ein Porno gedreht. Wissen Sie, wie die Tochter heißt? Ja, den habe ich mir schon neipfiffen. Das ist die eine Blondine, wie heißt sie? Paris Hitler, glaube ich. Die ist eine richtig geile Sau. Was denken Sie, was hat die Zahl 88 mit Adolf Hitler auf sich? 88? Wissen tue ich es nicht. Ich vermute jetzt mal, vielleicht hat er so viele Freunde gehabt auf Facebook oder 88 Followers auf Twitter. Also, weiß ich nicht. Vermute ich mal. Dieses Jahr fand im Königshaus in England eine Hochzeit statt zwischen Kate Middleton und... Die zwei Hodengnome kann ich gar nicht auseinanderhalten. Entweder Prinz Harald oder der Prinz Wilhelm. Ja, fast. Prinz William wäre richtig gewesen. Okay. Was machst du zum Beispiel, um dich als Deutscher zu integrieren? Ich lasse mich von Ausländern verprügeln und trink Ayran. Früher immer Milch getrunken. Okay. Alles klar, tamam, servus. Wie sind denn Ihre Englischkenntnisse? Meine Englischkenntnisse, gar nicht gut, wenn ich ehrlich bin, nicht gut, ne. Waren Sie nicht gut in Englisch in der Schule? Wir hatten gar kein Englisch in der Schule. Was hatten Sie denn als Fremdsprachen? Türkisch und Albanisch, aber wir haben die meiste Zeit eigentlich nur Ausdrücke gelernt wie Patechinonin und Ananas Sikerimlan, ja. Okay, vielleicht versuchen Sie mal diese englischen Vokabeln zu übersetzen. Was heißt denn Backstage auf Deutsch? Backstage, ich denke mal vielleicht Backstube? Nee, nicht ganz. Nächste, was heißt denn freiwillig auf Englisch? Freiwillig, du stellst mir Frage. Freiwillig, denke mal vielleicht Freewilly. Okay, das war's, vielen Dank. Okay, Dankeschön, servus.